Shalom, gesegnete Freunde des Kanals Brot des Lebens. Es ist die Zeit, wieder dem Herrn zu loben, preisen, sein Wort verkündigen, denn sein Wort ist lebendig und mit wirkender Kraft. Halleluja! Der Herr hat wunderbar alles gemacht, damit wir uns erfreuen an seiner Schöpfung. Seine Wille tun, wie im Himmel, so auf Erde. Und heute hat mir der Herr aufs Herzen gelegt, aus Johannes Kapitel 10 vorzulesen, von 1. bis 18. Vers. In diesem Abschnitt geht um die Tür. Die Tür. Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, wird als Tür bezeichnet ins Gottesreich. Halleluja. Lass uns lesen, Kapitel 10. Gott möge uns geben Geist der Erkenntnis, dass wir ja erkennen sein Wille durch Lesen des Wortes und erfüllt werden mit seiner Weisung, Offenbarungen, Freude. Denn ja, die Gemeinschaft mit dem Herrn, die führt uns zum Freude, zur Erfüllung mit der Erkenntnis über unser Schöpfer, über sein Wille in unser Leben. Lasst uns lesen, Kapitel 10, 1. Vers bis 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigene Schafe bei Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er von ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieser Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zum Töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mittling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mittling aber flieht, weil er ein Mittling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und eine Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Wenn niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Yeshua bezeichnet
dass er ist die Tür. Und es gibt eine Herde und einen guten Hirten. Und hier zeigt uns auch, dass Einheit in Gottes Volk. Gott hat Israel erwählt zu seinem auserwählten Volk. Und er sammelt seine Schafe, er vergleicht die mit Schafen. Und es ist ein Gleichnis. Und er sagt im 16. Vers, eine Herde und eine Hirte. Deswegen, wenn man hört, dieses Spaltungen zwischen Gottes Volk, es ist nicht vom Herrn. Der Herr hat gesagt, eine Herde und ein Hirte. Und er ist auch die Tür. Yeshua HaMashiach, Jesus, Gottes Sohn, ist die Tür ins Gottesreich. Geh durch ihn ins Gottesreich, ins Vaters Herz, den Schöpfer, der ihn erwartet. Warum ist Yeshua die Tür, die einzige Tür, die ins Gottesreich führt? Weil er, nur er allein hat die Sünde auf sich genommen, dort am Kreuz, um uns in Allerheiligste den Eingang zu ermöglichen, zu schenken. Und weil er hat mit seinem Blut bezahlt. Wenn wir Tora lesen, wir sehen, dass da müssten Menschen Opfer bringen, um sich von der Sünde durch Vergießung des Blutes von den Tieren freizukaufen. Aber jetzt brauchen wir das nicht, Gott sei Dank, weil Yeshua HaMashiach, Gottes Sohn, ist ans Kreuz gegangen, hat sein Blut, Gottes Blut, den Vater war in ihm und ist in ihm vergossen, um uns, seine Schöpfung, zu erlösen, erkaufen und frei sprechen, gerecht sprechen. Deswegen segne ich dich auch und rufe auch durch die Tür, durch Yeshua HaMashiach, ins Gottesreich zu gehen. Ruf ihn an und es wird aufgetan. Denn es steht hier, 2. Vers, wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe bei Namen und führt sie heraus. Yeshua führt ins Gottesreich. Geh mit ihm, durch ihn und sei in ihm und du wirst Gottes Vaters Herz mehr und mehr erkennen, erfüllt sein mit seiner Gegenwart, mit seiner Erkenntnis, denn der Herr ist gut. Gottes reiche Segen euch, liebe Freunde, und ein gesegneter Tag noch. In Freude, in Kraft, Weisheit, in Führung von Heiligen Geist und Erkenntnis von Gott. Was sein Wille für dein Leben ist. Und viel, viel Liebe wünsche ich euch. In Yeshua HaMashiach Name. Amen.